Ein herzliches Willkommen zu Richards Herznoten, zu den Monatstipps. Ich gebe euch 5 Tipps vor und vielleicht erratet ihr dann den Duft. Es ist ein sehr bekannter Duft, den ich euch heute als Tipp ans Herz legen möchte. Und vielleicht kommt er drauf, lasst es mich wissen. Ja, es ist von einem französischen Dufthaus. Naja, die meisten Sachen sind ja irgendwo aus der Gegend, aber es könnte ja auch arabisch sein, also ein französisches Dufthaus. Tipp Nummer 1. Der zweite Tipp, es ist ein fruchtig, blumiger, sehr frischer, zarter, gleichzeitig zarter Duft. Ja, die Zielgruppe werden wohl eher die weiblichen, das weibliche Publikum sein, also ist es eher ein Duft für Frauen. Und ich würde auch sagen, schwierig, jetzt würden die meisten Leute sagen, es ist auch für ältere Frauen, aber ich würde sagen, Frauen mittleren Alters oder eher jüngeres Publikum. Der vierte Tipp, es ist ein Pendant, kann man das so sagen, zu eher blauen Düften bei Männern. Da gibt es ja diese Männerdüfte, die eher so diese duschgelartigen Vibes haben oder ausstrahlen. Und man hat aus irgendeinem Grund, wie die das schaffen, weiß ich nicht, ja, hat man hier den Eindruck von einem frisch geduschten Eindruck, aber anders wie bei den blauen. Also sozusagen wie den Eindruck einer frisch geduschten Frau. So irgendwie schafft es dieser Duft, diesen Eindruck herzustellen, zusätzlich zu diesem blumig-fruchtigen. Und von den Inhaltsstoffen sind so schöne Sachen drin wie Rhabarber, wie Litschi, wie Rose, wie Vanille, jetzt muss ich nochmal gucken, wie Weihrauch, Zedernholz, Maiglöckchen, Bergamotte, Muskat. Also eine gewisse Würzigkeit liegt übrigens auch drin, also nicht nur dieses blumig-fruchtige. Und ich denke, jetzt müsstet ihr eigentlich drauf kommen. Und noch als Zusatztipp, es ist einer oder zwei kleine Zusatztipps. Es ist einer der beliebtesten Düfte dieses Parfümhauses in Bezug auf die Zielgruppe Frauen. Und gleichzeitig ist die Preisrange so um die 200 bis 250 Euro, Pi mal Daumen, ungefähr. Also auch kein ganz günstiger Duft und kein ganz teurer Duft. Und nochmal als Zusatztipp. Man hat von dieser Rose ist also nicht so eine Art Rosenduft, wo man sagt, oh, eine stechende, eine bittere, eine süße Rose, sondern die ist so wirklich schön eingewoben und sehr feinsinnig, eine feinsinnig auftretende Rose. Vielleicht ist das als Tipp gut als Idee. Ja, seid ihr darauf gekommen, wenn ich sage, 3, 2, 1, es handelt sich um, das Parfümhaus ist Parfum de Mali. Und jetzt wisst ihr es aber mit Sicherheit, der Duft ist Delina. Ich nehme Delina als Duschbad, als für die Dusche, ist ein toller, zarter, zart einhüllender, erfrischender Duft. Wie die das schaffen, dass man nicht diesen blauen Duschgel-Eindruck hat von Bleu de Chanel oder von Percival oder was auch immer, sondern wie die das schaffen, dass sie das so ins Weibliche hineingezogen haben, ist ganz faszinierend. Also Delina Parfum de Mali, mein Monatstipp, wenn ihr den noch nicht probiert habt und ihr nicht so sehr auf Rosen steht, probiert den mal wirklich aus. Und natürlich solltet ihr schon eine Frau sein. Wenn ihr ein Kerl seid, dann probiert das Duschbad aus. Es ist mal eine Variante von diesem frisch würzigen, maskulin-sportlichen Düften. Da hat man so das Pendant dazu. Für die weibliche Seite ist ja auch mal ganz, ganz schön. Und als Frau, als ältere Frau oder als jüngere Frau sowieso ein sehr schöner, angenehmer Duft. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.